bilder från DDRs 40-årsjubileum som minner om gamla tyska tider. Det krigiska Preussens anda svävar över den östtyska diktaturen. Bland annat i Getsemanekyrkan i Östberlin har man protesterat. En av de protesterandes talesmän säger att partiindoktrineringen är den bästa antikommunistiska skolan. Bakom de centralstyrda fackeltågen med partiungdom finns också helt andra saker. Oppositionen har fått en fristad i den protestantiska kyrkan som kräver att regimen startar en öppen dialog. Men kyrkan ifrågasätter inte socialismen, Berlinstiftets andre man säger. Ob man sich dabei festmacht an der Frage, ob sie nun anerkannt sind, ob sie einen Status als Vereinigung oder als Partei haben, das halten wir für zweitrangig. Wir müssen über die Perspektiven dieses Landes in ein offenes Gespräch miteinander kommen. Wir müssen es ermöglichen, dass alle, die in diesem Lande leben und hier bleiben wollen, und das sind Gott sei Dank eine große Menge, dass die die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, wie gestalten wir künftig gemeinsam ein sozialistisches, demokratisches, rechtsstaatliches System, das auch eine hohe ökonomische Effektivität hat. Men i oppositionen finns inte bara socialister. Carlo Jordan, som hör till ledarna för DDRs gröna, säger: Völlig neuartig die Herausbildung von breiten Bündnissen. Bündnisse, die zunächst mal auch unterschiedliche politische Richtungen aufnehmen wollen, um gemeinsam den bestehenden Zustand aufzubrechen. Gibt es da auch Gruppen, die man im Westen also als bürgerlich bezeichnen sollte, also nicht sozialistisch? Durchaus, also in dem Sinne gibt es liberale und christdemokratische Strömungen. Wilfried Bergholz ist Verfasser. Han har skrivit under ett författarupprop som kräver reformer. Han hör till dem som trots allt tror på socialism. Ich glaube daran, dass es einen Sozialismus geben kann, wenn er die positiven Elemente der kapitalistischen Gesellschaft, vor allen Dingen bürgerliche Freiheiten, übernimmt, als wesentlichen Bestandteil aufnimmt in sich. Aber die Leute im Allgemeinen hier in der DDR, glauben Sie nicht, dass sehr viele die Nase voll haben vom Sozialismus, wie man nun diesen Sozialismus auch beschreibt? Das ist ja meine Sorge dabei, was ich erst angedeutet habe. Ich weiß nicht, ob die Leute für dieses Experiment noch bereit sind. Weil der Sozialismus ist nur realisierbar mit den Leuten.